Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin davon ausgegangen, dass wir heute in der Aktuellen Stunde über die Situation bei der BVG und dem öffentlichen Nahverkehr reden und nicht über die Berliner Sozialdemokratie. Die AfD hat kein anderes Thema gehabt, hat keinen relevanten, substanziellen Satz zum Thema öffentlicher Nahverkehr gesagt, weil sie das eigentlich gar nicht interessiert, weil sie die verkehrspolitische Welt nur durch die Windschutzscheibe ansehen, wenn man sich ihre Anträge, die sie nachher hier im Plenum haben, auf der Tagesordnung haben. Herr Federici hat zum Anlass genommen, dass die Sozialdemokraten sich auf ihrer Klausur wieder mal schlecht benommen haben, um jetzt den öffentlichen Nahverkehr zu entdecken, hat aber auch nicht zur Lösung der Probleme gesagt, sondern er hat nur wieder ein allgemeines Genöle über die Sozialdemokratie gesagt. Dass die Sozialdemokratie sich einmal im Jahr auf einer Klausur schlecht benimmt, das wissen wir doch. So what? Warum soll man sich darüber aufregen? Das ist doch kein Thema für eine Aktuelle Stunde, meine Damen und Herren. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die Berlinerinnen und Berliner vor allen Dingen interessiert, wie wir umgehen, und das ist die Verantwortung dieses Parlaments, dafür sind wir gewählt worden, mit der schwierigen Situation gegenwärtig bei der BVG. Die Leute ärgern sich nämlich darüber, dass Züge und Busse verspätet ankommen, dass Züge ausfallen, dass Züge verkürzt sind, dass sie möglicherweise gar nicht einsteigen können, weil der Bus überfüllt ist. Das ist das, was die Leute ärgert. Und darüber müssen wir reden. Welche Gründe gibt es und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um kurzfristig die Situation zu lindern und mittelfristig wirklich Abhilfe zu schaffen? Das sind die Themen, über die wir reden müssen, meine Damen und Herren. Und das hilft, das ist auch kein Thema für die parteipolitische Profilierung, weil wir haben, tragen da alle hier in diesem Haus unsere Verantwortung. Wir haben die Resultate oder die Situation, die wir jetzt haben, das ist einerseits wirkt nach die schwierigen Situationen, Haushaltssituationen in den Nullerjahren und der Konsolidierungsprozess. Es wirkt nach die Tatsache, dass in der letzten Legislaturperiode Fahrzeuge zu spät bestellt worden sind und das zu spät eingeleitet worden ist, dass erst Herr Kollatz-Ahn das Thema kontinuierliche Fahrzeugbeschaffung und Fahrzeuggesellschaft auf den Weg gebracht hat. Und ich kann mich nicht erinnern, dass in der letzten Legislatur von Seiten der CDU da große Initiativen ergriffen worden sind, das Thema zu forcieren und voranzubringen. Wenn, dann müssen Sie es heimlich gemacht haben in der Öffentlichkeit, was nicht festzustellen, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir darüber reden. Und um das gleich präventiv zu sagen, auch die FDP kann sich keinen schlanken Fuß machen. Ich habe es mir noch mal angesehen. In der Debatte, als es darum ging, den Verkehrsvertrag mit der BVG abzuschließen, hat Ihr damaliger Fraktionsvorsitzender gesagt, es müssen 30% der Beschäftigten bei der BVG abgebaut werden und das Unternehmen muss privatisiert werden. Wären wir damals Ihren Vorschlägen gefolgt, könnten wir hier nicht über schwierige Situationen reden, sondern wir müssen über ein Desaster reden, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich, hören Sie auf jetzt mit diesem parteipolitischen Geplänkel, sondern lassen Sie uns darüber reden, wie die Situation ist und was getan werden muss. Das erste Punkt ist, wir haben das Problem, die Züge sind überaltert. Mittlerweile haben wir eine Werkstattquote von über 15%. Der Durchschnitt bei Verkehrsunternehmen ist 10%. Deshalb ist keine Fahrzeugreserve mehr da. Und deshalb haben wir das Problem der Ausfälle. Und deshalb ist es wichtig und zentral, dass die Frage der Vergabe für die bestellten Züge zügig vorangebracht wird, damit sie 2021 eingeflottet werden können, schrittweise. Wir werden erst 2021 frühestens wieder in einen Normalbetrieb kommen, aber das muss jetzt in die Wege geleitet werden. Es muss jetzt möglichst rasch rechtssicher eine Entscheidung getroffen werden, damit wir hier entsprechend die Fahrzeuge haben. Und der zweite Punkt ist, dass die Fahrzeugprobleme natürlich verschärft werden, weil Busse und Bahnen häufig im Stau stehen. Wenn die BVG mitteilt, dass die Busse mittlerweile eine reduzierte Geschwindigkeit haben, vom Vorjahr von 19,1 Kilometer durchschnittliche Geschwindigkeit auf 17,9 Kilometer, ist das ein wirtschaftlicher Effekt
Und das hat auch Auswirkungen auf die Frage, wie viele Busse stehen zur Verfügung. 1 Kilometer Verlangsamung heißt 173 Fahrer weniger deutlich 70 mehr Busse würden gebraucht. Deshalb, meine Damen und Herren, muss auch hier bei der Fahrzeugbeschleunigung, damit diese Fahrzeuge nicht mehr im Stau stehen, muss hier dringend was getan werden. Und der Kollege, weitere Punkt, Sie fragen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Der weitere Punkt ist die Frage des Krankenstandes bei der BVG. Wenn wir bei den Busfahrern einen Krankenstand haben von nahezu 13%, wenn wir bei der U-Bahn und bei der Straßenbahn Krankenstände um die 10% haben, zeigt das nur, wie stressig der Job ist, dass dringend was getan werden muss bei der Arbeitsorganisation, bei den Arbeitsbedingungen. Und da sage ich auch noch mal, es ist natürlich für die Fahrerinnen und Fahrer eine hohe Belastung, in der Berliner Verkehrssituation im Stau zu stehen, dann mit unzufriedenen Fahrgästen, selbstverständlich nachvollziehbar unzufriedenen Fahrgästen konfrontiert zu sein. Das ist auch ein Grund dafür, für einen entsprechend hohen Krankenstand. Deshalb müssen wir dringend entsprechende Maßnahmen einleiten. Der erste Punkt ist, Herr Schopf hat es angesprochen, wir müssen die Verlässlichkeit des Fahrplans wiederherstellen. Das wird um den Preis geschehen müssen, dass auf bestimmten Linien die Takte, nicht wie wir es gerne verkehrspolitisch hätten, verkürzt werden, sondern dass sie erweitert werden. Aber ich sage, in der Abwägung, ob ich einen verlässlichen Fahrplan habe und der Zug wirklich ankommt zu dem Zeitpunkt, wo es vorgesehen ist, oder ob ich keine Fahrzeugreserve habe und Züge ausfallen und dann die Menschen sich auf den Bahnsteigen drängen, ist das in der Abwägung richtig. Das ist eine Notmaßnahme, aber sie ist notwendig, um die Verlässlichkeit des Fahrplans wiederherzustellen. Zweitens, wir müssen dafür sorgen, ich habe es schon angesprochen, dass möglichst rasch die Beschaffung der Fahrzeuge eingeleitet wird und der Zuschlag erfolgt, damit möglichst 2021 die Fahrzeuge schrittweise zur Verfügung stehen. Drittens, die BVG braucht mehr Personal und ich finde es gut, dass jetzt vorgesehen ist, in diesem Jahr insgesamt 1.100 neue Beschäftigte einzustellen bei der BVG. Das ist dringend notwendig und ich sage an dieser Stelle, es wird auch notwendig sein, bei Arbeitsbedingungen und bei Bezahlung was zu tun. Ich habe jetzt der Presse entnommen, dass einige überrascht waren, als sie erfahren haben, was ein Busfahrer bei der BVG verdient. Wer neu anfängt, bekommt 1.600 Euro netto. Das kann niemand sagen, dass das eine üppige Bezahlung ist für diesen ambitionierten und stressigen Job. Und deshalb ist es wichtig, dass auch von Seiten der Arbeitgeberseite das berücksichtigt wird in den anstehenden Manteltarifverhandlungen, die Frage der Arbeitsbedingungen, die Frage der Arbeitsorganisation, damit hier der Krankenstand sinkt und die Arbeitszufriedenheit zunimmt und damit auch neue Beschäftigte wirklich gewonnen werden können und nicht Beschäftigte abwandern in andere Bereiche und in andere Berufe und Bestände. Und wir brauchen dringend Beschleunigungsmaßnahmen. Seit Jahren reden wir darüber. Das heißt, das ist einmal, wir müssen dafür sorgen, dass die Busspuren freigeräumt sind. Wir haben hier die Beschlüsse, dass die BVG das Recht bekommen soll, dass die Busspuren freigeräumt werden und das abgeschleppt wird und dass das von Seiten der BVG eingeleitet werden kann. Es steht aus, die entsprechende Verordnung. Und das sage ich, da muss die Innenverwaltung auch arbeiten, damit endlich diese Verordnung kommt. Das erhöht auch die Arbeitszufriedenheit der BVG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn endlich dieses Recht gewährleistet ist, dass sie freie Bahn haben und ihre Busspur nicht mit illegal parkenden Autos zugeparkt ist und sie deshalb im Stau stehen. Und der zweite Punkt, der zentral ist, die Beschleunigungsmaßnahmen bei den Ampelschaltungen müssen endlich vorangebracht werden. Wenn ich höre, dass für die Umstellung von 7 Ampeln 2,5 Jahre gebraucht worden sind, 2,5 Jahre, sage ich, dieser Zustand ist nicht länger hinnehmbar. Die Verkehrslenkung Berlin muss endlich den klaren Auftrag kriegen,
Vorrang für den öffentlichen Personennahverkehr. Der ÖPNV muss fließen und nicht der private Pkw-Verkehr muss voranstehen. Meine Damen und Herren, deshalb sage ich, ja, ich weiß, beim Auto ticken Sie aus. Beim Auto ticken Sie aus. Das bestätigt nur, wes Geisteskind Sie sind. Und ich sage Ihnen, wenn der Umweltverbund den Vorrang hat, wenn der ÖPNV den Vorrang hat, wird auch der Autoverkehr wieder fließen können, der notwendig ist. Deshalb ist es im Interesse aller Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer, hier voranzukommen. Letzter Punkt. Ich finde, dieses Parlament sollte auch den Beschäftigten der BVG, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für ihren schwierigen und stressigen Job, die diese Stadt noch am Laufen halten, die tagtäglich unter schwierigen Bedingungen arbeiten, den Dank aussprechen bei aller Diskussion über die Schwierigkeiten, die bei der BVG existieren. Pöbeln Sie doch nicht rum. Haben Sie doch mal Respekt vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, statt hier rumzupöbeln. Die sind am allerwenigsten schuld an dieser miserablen und dieser schwierigen Situation. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, die machen einen guten Job, den sollen sie auch weitermachen und den sollen sie auch anständig vergütet bekommen.